Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, ja. Es ist noch sehr, sehr früh. Ich glaube, es ist jetzt 7 Uhr morgens. Zu der Zeit habe ich noch nie gedreht und so müde sehe ich aus. Morgens. Nur ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht. Heute reden wir über etwas, was ich im Moment unerträglich finde. Die Hitze. Geht's euch auch so? Ich schmelze dahin. Also ich bin ja nicht so der Typ für warm. Ich bin ja eher mehr so der Typ für Norden. Viel Wasser, viel Wind und ein bisschen frische Luft. Jetzt habe ich mich hingesetzt und überlegt, was kann ich denn tun, damit mir die Hitze nicht so richtig, richtig doll zusetzt. Ja, es gibt einige Tipps. Morgens lüften. Am besten um 6 Uhr, weil dann ist es noch relativ kühl. Das habe ich getan. Habe jetzt das Fenster angemacht. Mein Ventilator läuft da. Der Ventilator ist doch unser bester Freund zurzeit, oder? Ich habe ja so einen großen Standventilator und der folgt mir in die Zimmer. Ist aber ein bisschen unpraktisch, weil der Ständer hat einen Durchmesser von 1 Meter. Durch unser altes Treppenhaus kollidiere ich ständig mit den Wänden. Habe ich mir gedacht, kaufe ich mir doch ein kleines Ding. Das ist sogar so einer, der so einen Wassertank zu sehen, obendrauf hat. Und den kannst du anschmeißen. Also erstmal dampft das. Siehst du? Finde ich schon mal sehr erfrischend. Und dann machst du den Ventilator an. Kannst es genießen. Der ist gut, der ist leise. Pass auf. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Frische Luft für euch. Fühlt ihr euch erfrischt? Wahrscheinlich nicht mehr. So. Ich habe geduscht. Da fängt der Tag für mich schon an. Und da gibt es auch Dinge, die ich beachten kann und sollte. Wenn es so heiß ist, hat man ja tendenziell Lust, kalt zu duschen, richtig kalt zu duschen, weil das erfrischt. Also vorausgesetzt, man traut sich das und kriegt nicht einen Schock oder so. Aber kalt duschen ist immer so ein Tipp, der allgemein gegeben wird. Das habe ich aber festgestellt, wenn ich kalt dusche, wird mir danach umso wärmer. Das ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers. Weil die Differenz, die Temperaturdifferenz, die entsteht, wenn du kalt duschst, versucht der Körper auszugleichen, damit er nicht untertemperiert ist. Und zack, bumm, wird dir warm. Da wird die körpereigene Heizung eingestellt. Ich bin dazu übergegangen, lauwarm zu duschen. Also nicht eiskalt, sondern schön, gemütlich, lauwarm. Und habe mir ein Duschgel besorgt. Die sind meist blau, die einen erfrischenden Effekt haben. Also richtig schön. Ja, wie soll ich sagen? Kommst du raus und hast das Gefühl, du hast in so einem Bergsee gebadet oder ähnliches. Das ist das, was ich tue. Was ich danach tue, ist, dass ich meinen Körper nicht komplett abtrockne. Ihr wisst, wenn Wasser auf der Haut verdunstet, wird es kühler. Und diesen Effekt nutze ich, um nach der Dusche erfrischt zu sein. Und noch etwas tue ich. Ich creme mich nicht nach dieser Dusche ein, weil ich das Gefühl habe, bei solchen Temperaturen um 30 oder über 30 Grad batscht das auf meiner Haut und ich fühle mich unwohl, beschwert. Und wenn du dann dazu noch schwitzt, dann entsteht so eine ganz komische Konsistenz auf meiner Haut, die ich nicht sehr schätze. Ein weiteres Ding, was mir hilft, durch diese Hitzeperioden durchzukommen, ist Kleidung aus natürlichen Stoffen. Das heißt Leinen, Baumwolle, also kein Polyester tragen. Wir wissen, das macht heiß. Ich habe hier jetzt so einen nordafrikanischen Kaftan an, den trage ich aber nur zu Hause, keine Panik. Also den würde ich nie in der Stadt tragen. Aber ich achte schon darauf, dass ich Kleidung trage, die aus Naturfasern gefertigt sind, weil die einfach unseren Körper frisch halten, den Temperaturwechsel oder Ausgleich, wenn wir schwitzen, neben Naturfasern den Schweiß auf, hört sich jetzt eklig an, ist aber eine Tatsache. Und der Körper fühlt sich im Allgemeinen wohler. Mischgewebe oder Kunststoffgewebe geben unserem Körper wie so ein kleines Vakuum. Ist fast so, als wenn ihr eine Plastiktüte überzieht und das mit Hitze gepaart. Wir wissen, was passiert. Noch ein kleiner Tipp, was ich als Ponyträgerin tue, und das seht ihr jetzt auch schon. Ich trage ein Stirnband. Neulich habe ich die Molly geschoren, weil die hatte wieder ganz schön viel Fell zugesetzt. Und dann stelle ich immer einen Tisch hin, mache ein Handtuch drauf, stelle Molly drauf und dann geht das los.
Ja, ich hatte aber kein Stirnband um. Und in der Sonne, also ich habe nicht direkt in der Sonne gestanden, aber selbst im Schatten ist es ja dann bullewarm. Und mir lief der Schweiß, und da ich keine kräftigen Augenbrauen habe als Blondine, lief mir der Schweiß in die Augen. Und da ich keine wasserfeste Wimperntusche getragen habe, haben meine Augen innerhalb kürzester Zeit dermaßen gebrannt, dass ich nicht mehr gesehen habe, was ich mit der Molly gemacht habe. Ja, jetzt hat sie ein paar Kanten in der Frise, aber ich glaube, da kann sie mit leben. Also, wenn ihr euch schminkt und so wie ich bin ja tagsüber zu Hause, habe ich erwähnt, benutze ich eine wasserfeste Mascara, damit das nicht mehr passiert. Und damit mir meine Ponyhaare nicht ständig an der Stirn kleben, gibt es dieses Stirnband. Selber genäht aus einem natürlichen Stoff, super leicht, super easy peasy und du siehst immer noch irgendwie vernünftig aus. Denn jeder Ponyträger weiß, dass diese Füsselhaare, die ich hier habe, an der Stirn festkleben. Einen ganz kleinen Tipp gibt es da, den ich benutze, wenn ich rausgehe. Ich frisiere meinen Pony so, dass er nicht direkt auf der Stirnhaut liegt und fixiere ihn ein wenig mit Haarspray. Das heißt, er hat nicht so schnell die Möglichkeit, wieder an die Stirn zu backen, dort zu kleben und mich hässlich zu machen. Ja, meine Stirn ist sowieso blöd, ne? Wisst ihr. Ha! Na gut. Nicht jede Frau verbringt so viel Zeit zu Hause, wie ich es tue. Und es gibt auch Jobs, die es erfordern, dass man gepflegt und geschminkt aussieht. Weil so würde ich jetzt nicht gerade zur Arbeit gehen. Man sieht noch meine Müdigkeit, so ein paar Augenringe, die sich aber in den nächsten Stunden geben. Aber dann ist es wieder so warm, dass ich keinen Bock habe zu drehen und ihr wollt nicht immer ein schweißnasses Gesicht sehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, was mache ich denn? Ich gebe mir, nachdem meine Hautpflege abgeschlossen ist, als erstes mal eine Sonnencreme, die hier ist nahezu leer. Also nehmen wir die, eine Sonnencreme ins Gesicht. Da ich heute nicht rausgehe, nehme ich jetzt nicht so viel, ihr wisst sonst das Doppelte, und gebe mir das in mein Gesicht. Und schon wird quatschig. Aber um diese Uhrzeit geht es noch. Doch, ich habe extra jetzt gesagt, nee, ich habe jetzt auch meinen Kaffee an Bord. Ist übrigens auch noch ein Tipp. Trinkt nicht zu kalte Getränke. Ihr sollt viel trinken, aber holt euer Wasser oder was auch immer nicht direkt aus dem Kühlschrank. Denn da passiert genau das Gleiche wie das mit dem eiskalt Duschen. Der Körper wird unterkühlt, kurzfristig, stellt die Heizung an und haut euch in einen warmen Bereich. Alles, was zunächst erstmal gut erscheint und euch gut tut, wandelt sich aber ganz schnell ins Gegenteil. Und genau das wollen wir nicht. Also lieber Getränke trinken, die Raumtemperatur haben oder sogar wie ich, wo ich einen Kaffee geht, morgens um 7 geht und muss. Meine Lippe pflege ich natürlich auch mit Sonnenschutz. Mache ich jetzt mal so, ne? Weil ich gehe, wie gesagt, nicht raus, aber wer weiß, ne? Muss ja die Blumen gießen. Aber morgens um 7 lässt es sich noch ertragen. Aber ich sag euch, in der Mittagszeit, ich schmelze. Ich schmelze einfach dahin, bin fix und fertig. Ich zeige euch ein ganz kleines, leichtes, sommerliches Make-up. Ich habe letztes Jahr schon mal ein Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne noch mal reinschalten. Wenn ich spontan wiederfinde, dann seht ihr das da oben. Da oben. Ansonsten schaut mal in die Videoliste. Es gibt ganz viele Themen, die ich schon behandelt habe. Ich habe letztes Jahr eine Creme gehabt, die mich über den Sommer gerettet hat. Und es gibt sie immer noch zu kaufen. Und darum möchte ich sie euch nochmal ins Herz legen. Und zwar ist das von Essence You Better Work, die Tinted Day Cream. Die deckt jetzt nicht wie Hulle, sag ich mal, aber die hat was. Die ist nämlich schweißresistent. Ihr habt richtig gehört. Die deckt die Haut so ab, dass Unebenheiten verschwinden. Ihr habt eine ausgeglichene Haut. Sie ist total günstig. Also ich habe davon mehrere Farben und ich benutze sie jetzt, wo es so heiß ist, auch wieder öfter. Ich ziehe sie meinen anderen Creams, CCBB Creams vor, weil sie tatsächlich water resistant ist. Denn diese Serie wurde extra von Essence ins Leben gerufen, um bei Workouts, wenn du ins Studio gehst oder Sportlerin bist, um die tragen zu können. Ich habe auch wirklich den Eindruck, wenn es richtig heiß ist, hält sie länger. Ich nehme nicht viel davon.
So. Ich weiß jetzt nicht, ob das die ist, die meinen Hautton jetzt gerade matcht, aber das ist mir jetzt auch egal. Und die verteile ich richtig gut im Gesicht. Also mache da nicht so einen großen und an der Stirn eigentlich auch, aber nur wenn ich kein, na, Haarband trage. So, das wollte ich sagen. Also ihr seht schon, sie hat eine ausgleichende Wirkung. Und sie ist echt günstig. Schaut mal in der Drogerie danach. Sie riecht gut. Sie ist nicht batschi batschi. Na, manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man so eine Creme ins Gesicht trägt und man schwitzt, dass man dann nochmal so einen, naja, ne, Hieb kriegt von, oh Gott, wie sehe ich aus? Schaut mal, sie macht einen fantastischen Glow. Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich gar keinen Primer trage. Stimmt. Primer brauche ich in dem Fall nicht, weil die Sonnencremes, die ich habe, da habe ich übrigens auch ein Video drüber gemacht, auch eine Primer-ähnliche Funktion haben. Ich will meine Haut nicht unnötig beschweren. Je mehr ich auf meiner Haut habe, desto unwohler fühle ich mich, desto mehr kann verschmieren und desto mehr kann cakey aussehen. Darum habe ich, wenn ich auf Sonnencreme morgens zurückgreife, verzichte ich immer auf den Primer, weil ihr werdet sehen, das macht einen riesen Unterschied, weil das ist wirklich richtig cool und die meisten Sonnencremes funktionieren wie ein Primer, die halten das nachfolgende Produkt richtig schön. Ich finde, ich bin jetzt nicht, wer weiß, wie zugekleistert, aber ich finde, ich habe schon ein recht gutes Ergebnis erzielt. Staunste, ne? So, jetzt nehme ich einen Concealer. Moment. Hier sieht schon wieder aus. Leute, Leute, Leute. Jetzt nehme ich das lütsche Ding hier von Tarte, weil im Endeffekt greift ihr auf den Concealer zurück, den ihr mögt. Ich mache wieder nur die Stellen, die bei mir eine Aufhellung benötigen. Und den tupfe ich mir mit den Fingern ein. Das ist für mich immer noch die beste Art und Weise, einen Concealer zu benutzen. Weil ich, was soll ich mit dem Pinsel? Hier unten verstreiche ich nur ein bisschen. Also ich gehe nicht direkt unter die Augen. Das sage ich ja mehrfach, weil da sitzen unsere Falten. Ich mache hier hinten, da wo ich einen natürlichen Schatten habe, hier im Auge. Und ich meine, was soll ich jetzt mit dem Pinsel hier rumtupfen, nicht? Mein Finger ist der beste Pinsel, den ich habe. Genauso mache ich sonst die BB Tinted Cream auch mit den Fingern, aber weiß auch nicht, warum ich das heute mit dem Pinsel gemacht habe. War ich auch völlig Latte, oder? Ja, was mache ich denn jetzt? Genau. Jetzt kann ich die Base so lassen, wie sie ist. Denn dann habe ich die fantastische Möglichkeit, sie hin und wieder abzutupfen, entweder mit einem Papier. Die berühmten Tupfer meiner Mutter, sie nennt die immer so und hat sie immer bei sich. Also wenn ihr mal keinen Tupfer habt und ihr meiner Mutter begegnet, könnt ihr sie nach einem Tupfer fragen. Den kann ich jetzt während des Tages hin und wieder so einsetzen, ohne dass mein Make-up riesig zerstört wird. Ich kann aber auch so ein Wasserspray nutzen, alles gut, ne? So ein Wasserspray nutzen, um mich im Gesicht zu erfrischen. Die mag ich auch. Das riecht nach Kokos, das riecht gut. Ich mag Kokos. Nicht viele mögen Kokos. Ich mag das. Wenn euch das aber zu unnatürlich ist und ihr denkt so, nee. Kokosgedöns will ich nicht im Gesicht, davon gibt es ganz viele. Das hier ist nur ein Beispiel. Könnt ihr euch aber auch so eine kleine Flasche besorgen, steckt ihr in eure Handtasche und egal wo ihr seid, Wasser gibt es meistens überall. Könnt ihr einfach oder nehmt euch schon Wasser mit, füllt euch das da rein, haltet das relativ kühl in eure Handtasche, da ist es schattig, da wird es nicht so schnell heiß und sprüht euch das zwischendurch aufs Gesicht. Durch die Verdunstung auf eurer Haut entsteht was? Kühle, richtig. Und darum habe ich sowas immer bei mir, weil das in der Handtasche ist manchmal auch ein bisschen tricky, aber das
Gibt es bei Amazon, kann ich euch verlinken, da sind 5 oder 6 solche Pelicans drin. Ich habe sie gebraucht, als ich das Desinfektionsmittel gemacht habe. Und habe jetzt festgestellt, eine wunderbare Geschichte. So, das könnt ihr machen, wenn ihr keinen Puder ins Gesicht auftragt. Es gibt aber Menschen, die haben ölige Haut, die müssen pudern. Und da empfehle ich euch, einen ganz leichten Puder zu nehmen. Ich habe hier den Smooth Operator, der sich übrigens als einer meiner Lieblingspuder herausgestellt hat. Und den verteile ich hauchdünn. Hauchdünn. Ist wie ich meine, sage. Ich meine es, wie ich sage. Oh. Hauchdünn auf eurem Gesicht. Wirklich hauchdünn. Und schafft damit ein bisschen Glanz aus dem Gesicht. Weil ich mag Glow. Ihr wisst, dass ich Glow mag. Aber komischerweise finde ich bei den Temperaturen zu viel Glow. Sieht ganz schnell schwitzig aus. So, und das ist ein Puder, der lässt eure Haut durchscheinen. Der hat einen mattierenden Effekt, bringt den natürlichen Hautton wieder zum Vorschein, macht nicht kalkig oder sonst irgendwas. Nur ihr müsst bedenken, wenn ihr Puder auf der Haut habt und da jetzt mit Wasserspray drauf geht, vielleicht auch einem, das nicht so fein sprüht, ja, dann entsteht sowas wie eine Kruste auf der Haut. Die ist zwar nur Mikromillimeter dick, aber je häufiger ihr das wiederholt, desto unschöner wird die Geschichte. Ja, dann müsst ihr für euch selber entscheiden, wie das für euch am besten funktioniert. Wenn ihr Puder drauf habt, empfehle ich dann eher dieses Blotting Paper. Wisst ihr das, was das blut? Ein Schluck Kaffee, damit ich wieder ja, Hirnzellen am... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ihr keine ölige Haut habt, kauft euch Blotting Paper. Ab in die Handtasche, wenn ihr gepudert habt und habt das Gefühl, euer Gesicht glänzt wegen Schweiß. Paper drauf oder Tupfer drauf. Tupfen, alles schön. So. Jetzt gehe ich aber so immer noch nicht zu der Arbeit. Ne? Ich meine, wenn ich in einem Versicherungsbüro sitze, wo kein Publikumsverkehr ist, ist mir das wurscht, was die Kollegen denken. Wenn ich aber in der Öffentlichkeit stehe, dann brauche ich schon noch ein bisschen was, ne? Wenn ich so der Typ dafür bin. Ist ja nicht jeder der Typ dafür. Ich benutze meinen Nabla Bronzer, den ich gerne als Face Powder einsetze, um mein Gesicht aufzuwärmen. Ne? Ihr kennt den, den habe ich, guckt dir das an, wie sehr ich den liebe. Der verabschiedet sich schon. Ich glaube, es wird das erste Produkt sein, was ich aufbrauche. Und den gebe ich mir ganz zart einfach dahin, wo ich ein bisschen Wärme möchte. Also Wärme möchten, ich möchte keine Wärme, aber ich meine jetzt die Gesichtshaut aufwärmen. Und der hält sich auch gut. Der färbt nicht so schnell ab. Der setzt sich gut auf meine Haut, verbindet sich mit ihr und gibt Frische in der hellsten Farbe. Ich habe den schon so oft verlinkt. In der hellsten Farbe funktioniert das. Mit der dunklen Farbe könnt ihr euch natürlich nicht überall ins Gesicht geben, aber die hellste Farbe ist halt was Feines, ne? Schau. Ja, jetzt ist die Frage, wie lange hält das Make-up? Also mit Sicherheit nicht so lange wie an normalen Tagen. Ehrlich nicht, weil das kann rein praktischer Natur nicht funktionieren. Also nehmt immer irgendetwas in einer kleinen Tasche mit euch, wo ihr notfalls euer Make-up auffrischen könnt. Ihr könnt eure Lippen vielleicht etwas mehr betonen, als ihr es normalerweise tut, um den Fokus auf die Lippen zu legen. Betont eure Augen etwas mehr, benutzt wasserfeste Produkte. Ich mache jetzt nicht mehr drauf. Im Idealfall hättest du jetzt noch einen wasserfesten Eyeliner oder einen Kajalstift, der dich weit nach vorne bringt, eine wasserfeste Mascara, betone Mund und Augen und schon wird nicht mehr so stark in dein Gesamtgesicht, Gesamtkonzept geschaut und du hast die Möglichkeit, den Tag gut und gut aussehen zu überstehen. Zwischendurch wieder tupfen oder ein bisschen Wasser aufsprühen. Jetzt habe ich Puder drauf. Also mit dem Wasser aufsprühen seid vorsichtig, ne? Also 10-mal am Tag. Du siehst nicht mehr so gut aus. Ich habe noch eine kleine Sache in meinem Repertoire.
das ich schon seit circa 2 Jahren mit mir herumtrage. Und dafür brauche ich die Brille, weil da muss ich nämlich googeln, ne? Und zwar ist das das Roll-on Bio Kopfwohl Gel, nein, Gel nicht, ist eine Flüssigkeit von Primavera. Das ist jetzt so ein Roll-on, also du siehst, der kommt so daher. Und Kopfwohl ist jetzt eine Sache, die dir durchaus auch bei großer Hitze sehr, sehr gut hilft. Es ist eigentlich ein Biomittel, um Kopfschmerzen Vorbeuge zu leisten oder Kopfschmerzen zu lindern. Es ist etwas, was man an die Schläfe trägt, also aufrollt, beide Seiten. Guck mal, hier fliegen meine Haare. Der Ventilator ist gut. So. Wenn ihr das aufgetragen habt, dann verdunstet das und es entsteht eine richtig tolle, angenehme Kühle. Das habe ich letztes Jahr, da hatte ich ja einen Arbeitsplatz, wo ich durchaus bei 38 Grad arbeiten musste. Das hat mir viele Stunden gerettet, weil ihr könnt das euch auch hier am Hals auftragen. Damit macht ihr natürlich euer Parfum zunichte. Ist klar. Da es mit Kräutern hergestellt wird, ist das jetzt nicht so wohlduftend, aber es hat sich niemand in meinem Umkreis beschwert. Und was ganz besonders toll ist für mich, ist es hinten im Genick aufzutragen. Ist ja hinten an der Wirbelsäule herunter. Das gibt so eine wohlige Kühle. Und dann noch in Kombination mit einem Ventilator. Klasse. Wenn ihr das benutzt, seid ihr ruckzuck erfrischt. Hält jetzt nicht Stunden, aber bringt zumindest zwischendurch mal Erleichterung. Nein, ich werde nicht gesponsert. Das sind meine persönlichen Tipps. Und wenn ich es nochmal finde, verlinke ich euch das, weil auf das stehe ich. Und das ist immer noch über die Hälfte voll. Ist relativ lange haltbar. Und dann könnt ihr auch mal gucken, was für Stoffe da drin sind. Also ich finde es mega, mega angenehm. So, jetzt weiß ich nicht. Einer dieser Tipps oder ist einer dieser Tipps auch einer von euch? Habt ihr noch andere Tipps? Weil darüber freue ich mich ganz besonders, wenn wir eine kleine Sammlung zusammenstellen können von Tipps, wie halte ich das aus? Werner und ich sitzen seit ein paar Tagen in abgedunkelten Räumen mit geschlossenen Fenstern. Obwohl wir Lehmwände haben in unserem Haus, heizt es sich hier verdammt nochmal auf. Gerade in meinem Kreativraum, wo die Decke nur 1,80 Meter hoch ist und das Fenster sehr klein ist, findet nicht viel Luftaustausch statt, was ich sehr bedauere. Ja, es ist nicht einfach. Rausgehen mag ich im Moment gar nicht, weil die Luft in Deutschland ist ja, wenn sie warm ist, gleich heiß. Und es ist so drückend. Wisst ihr, wenn ich in Ländern bin oder an der See bin, da habe ich warme Luft, aber frische Luft. Nicht so drückend wie hier im Weserbergland, weil wir leben in so einem Kessel. Das ist mega unangenehm. Ja, ihr Lieben, lasst mal ein paar Tipps da. Übrigens mit dem Eincremen, was ich noch sagen wollte. Ich creme mich abends ein, wenn es wieder etwas kühler ist, damit meine Haut nicht leidet. Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Ich creme mich nicht mehr direkt nach der Dusche ein, sondern abends, wenn es etwas abgekühlt ist, wenn ich alles durchgelüftet habe, damit meine Haut nicht so leidet. Ja, ich denke, das war's jetzt. Ja, ich bin gespannt auf eure Tipps und wie geht es euch mit dem Wetter aktuell, weil ich bin hoffnungslos überfordert und wünsche mir wieder kühle Tage für einen kühlen, klaren Kopf. Ihr lieben süßen Mäuse, macht es gut, übersteht die Zeit gut. Gebt mir eure Tipps. Däumchen hoch, Abo wäre toll. Wir sehen uns demnächst in alter Frische.